So, in dieser Aufgabenstellung geht es darum, einen Grenzwert von einer relativ komplizierten Folge auszurechnen. Ja, das Coole an dieser Folge ist, dass sie gegen die Wurzel c geht. Das heißt, das Nützliche dieser Folge ist, man könnte sie benutzen, um die Wurzel von c zu brechen oder zumindest zu approximieren. Ja, wenn Sie also einen Taschenrechner programmieren wollen, also selber programmieren wollen, und Sie wissen nicht, die haben die Wurzelfunktion nicht da, jemand hat die vergessen zu bauen und Sie müssen die selber bauen, könnte man das nutzen, diese Folge einfach nutzen, um die Wurzel zu approximieren. Ja, das ist jedenfalls die theoretische Möglichkeit, die diese mathematische Lösung hier, diese mathematische Aufgabe uns ermöglicht. Ja, so, die Aufgabenstellung ist ziemlich lang, das muss jetzt nicht abschrecken, sondern das ist einfach ein Hinweis darauf, dass man sich Mühe gegeben hat, die Aufgabenstellung in mehrere kleine Teilschritte zu unterteilen, sodass sie den richtigen Weg finden. Okay, also jemand gibt uns ein c größer 0. Das c ist genau die Zahl, von der wir quasi die Wurzel approximieren möchten. Ja, okay, das ist also gegeben. Und jetzt wird uns einfach eine Folge gebaut, die so aussieht. A1 ist einfach 1 plus c halbe. Ja, und dann wird rekursiv, werden die nächsten an gebaut. Ja, an plus 1 ist dann definiert als an Quadrat plus c geteilt durch 2an. So, und wenn wir die Folge so bauen, dann hat sie tatsächlich diese Eigenschaft, dass sie konvergiert und dass der Grenzwert genau Wurzel c ist. Und das müssen wir jetzt mal rauskriegen. Ja, also ein bisschen tief Luft holen und nicht verzagen, nur weil die Aufgabenstellung lang ist und das ein bisschen komplizierter aussieht. Also, Aufgabenstellung Teil A ist, die Folge an ist nach unten durch Wurzel c beschränkt. Das heißt, es ist an Quadrat größer gleich c für alle n. Das wollen wir erstmal beweisen. Zeige, das Ganze ist durch Wurzel c nach unten beschränkt. Ja, wir müssen also diese Ungleichung zeigen. Für alle n. Na, wir sind ja Freunde des Induktionsbeweises, also versuchen wir das mal zu beweisen per Induktion. Ja, also machen wir mal Aufgabenteil A. Ja, zu zeigen ist, dass die an größer gleich Wurzel an Quadrat größer gleich c ist für alle n aus den natürlichen Zahlen. Ja, Induktionsanfang, ja, für n gleich 1 gilt. Ja, n Quadrat, das ist ja a1 Quadrat und das ist also 1 plus c halbe in Klammern zum Quadrat, das ist größer gleich c. Das wollen wir zeigen. Ja, das ist noch nicht so offensichtlich, aber wir versuchen das zu zeigen. Okay, wir gucken uns also diesen Kram an. Wenn wir das beweisen können, sind wir fertig. So, äquivalent mache ich eine Äquivalenzumformung. Ich klammer einfach diesen Term aus, rechne aus, was da los ist. Das ist 1 plus 2c plus c Quadrat. Freunde der binomischen Formel sind hier im Vorteil. Größer gleich durch 4, größer gleich c. Na, dann stelle ich ein bisschen um und multipliziere also mit 4, kriege raus 1 plus 2c plus c Quadrat, größer gleich 4c. Ach, dann ziehe ich diese 4c mal ab, dann steht da 1 minus 2c plus c Quadrat größer gleich 0. Und Freunde der binomischen Gleichung wissen, ah ja, das ist 1 minus c in Klammern zum Quadrat größer gleich 0. Ja, das hier ist ein Quadrat, das ist immer größer gleich 0. Stimmt also. Ja, juhu, jetzt ist es mir verrutscht hier. Das heißt, der Induktionsanfang ist wahr. Induktionshypothese, wie immer, sei die Behauptung. Für ein beliebiges, aber festes n aus den natürlichen Zahlen wahr. Und jetzt müssen wir den Induktionsschluss machen. Ja, das heißt, den Übergang von n nach n plus 1. Und da müssen wir also zeigen, dass an plus 1 zum Quadrat größer gleich c ist. Jo. Also. Und wir wissen, dass diese Behauptung für an jetzt schon mal wahr sein soll. Na gut, gehen wir also munter ran ans Werk und denken uns, okay, an plus 1 zum Quadrat größer gleich c, das ist äquivalent zu, jetzt setzen wir einfach ein, was an plus 1 ist. Wir haben ja diese rekursive Definition.
Das ist an zum Quadrat plus c geteilt durch 2an. Das ist an plus 1. Und das Ganze zum Quadrat größer gleich c. Ja, dann rechne ich wieder aus, was da sozusagen in der Klammer steht. Das ist an Quadrat plus 2can plus c Quadrat geteilt durch 4an Quadrat. Das ist größer gleich c. Selbe Trick wie eben. Ja, ich multipliziere mit 4an Quadrat. Die ans sind sowieso alle größer gleich 0. Das sieht man ja sowieso sofort. Also hat man an Quadrat plus 2can plus c Quadrat größer gleich 4can. Quadrate fehlen hier. Hoppla. So. Also muss ich ein bisschen sorgfältiger sein. Hier fehlen Quadrate. Ja, hier ist es an Quadrat. In Wirklichkeit ist das hier so an hoch 4. Und hier fehlt ein Quadrat. Und hier steht an, hier steht 4an Quadrat. Dann muss hier auch noch an hoch 4 stehen. Und hier an Quadrat. So, und hier auch da muss an Quadrat stehen. Und jetzt stimmt es auch. Ich ziehe jetzt wieder minus 4can Quadrat ab. Und dann komme ich auf an hoch 4 minus 2can Quadrat plus c Quadrat größer gleich 0. Und da merken Sie schon wieder denselben Trick wie eben. Das ist doch nichts anderes als an Quadrat minus c in Klammern zum Quadrat. So, das ist sicherlich auch wieder größer gleich 0. Ja, gut. Ja, also brauchen wir uns da keine Gedanken zu machen. Das ist alles gut. Ja, das heißt, a haben wir gelöst. Ja? Daraus folgt, an Quadrat ist es immer größer gleich c. Für alle n aus den natürlichen Zahlen. Okay. Dann gucken wir uns mal Aufgabenteil b an. Da sollen wir zeigen, die Folge an ist monoton fallend. Das heißt, sie ist größer gleich Wurzel c, immer, aber sie ist auch monoton fallend. Ja? Das müssen wir jetzt beweisen. Gehen wir uns also Aufgabenteil b. Also, wir müssen zeigen, an plus 1 ist kleiner gleich an für alle n aus den natürlichen Zahlen. Ja, und das machen wir mal nicht mit Induktion, das machen wir einfach so direkt, damit dann hier die rekursive Definition anwenden. Das ist einfach an Quadrat plus c geteilt durch 2an, kleiner gleich an. Gut, was kann ich jetzt machen? Ich kann einfach mal mit 2an multiplizieren. Diese sind ja immer größer gleich 0. Ja, das ist an Quadrat plus c kleiner gleich 2. Dann gleich 2an Quadrat. Ja, dann kann ich das an Quadrat abziehen, dann steht da c kleiner gleich an Quadrat. Und das stimmt ja. Ja, wegen a. Im Aufgabenteil a hatten wir das schon bewiesen. Ja, dass an Quadrat größer gleich c ist. So, wenn an Quadrat größer gleich c ist, äquivalent, dann gilt auch an plus 1 ist kleiner gleich an. Das heißt, daraus folgt, die Folge an ist monoton fallend. Wenn eine Folge monoton fallend ist, ja, und außerdem dann ist sie sofort auch, und sie ist ja immer größer gleich 0, und die an sind größer gleich 0. Daraus folgt dann sofort, die Folge an ist beschränkt. Ja, wir hatten, das kann man leicht einsehen, dass die an immer größer gleich 0 sind, und wenn sie monoton fallen sind, dann fallen sie ja nur nach unten, und sie sind nach unten gedeckelt durch die 0, also kann diese Folge nur beschränkt sein. So, und dann kommt Aufgabenteil C nämlich schon ins Spiel, den wir damals schon fast erschlagen haben. C sagt nämlich, wir sollen jetzt zeigen, die Folge konvergiert.
Wenden Sie dazu einfach einen passenden Satz aus der Vorlesung an. Was ist der passende Satz aus der Vorlesung? Ja, ja, wenn eine Folge, also AN konvergiert. Ja. Weil AN monoton ist und beschränkt ist. Diesen Satz hatten wir in der Vorlesung. Eine Folge, die monoton und beschränkt ist, muss konvergieren. Ja, das ist ja ganz klar, wenn Sie auf der Autobahn immer nur geradeaus, Sie dürfen ja nur vorwärts fahren, Sie dürfen nur vorwärts fahren, Sie dürfen nur vorwärts fahren, das heißt, Sie fahren monoton, fallend oder steigend, je nachdem, wie man sieht. Ja, und irgendwann stellt da eine Mauer hin. Sie dürfen nicht wenden. Ja, Sie müssen also entweder gegen die Mauer fahren, dann konvergieren Sie gegen, Grenze wird ziemlich hart, oder Sie müssen kurz davor zu stehen kommen. Wo davor ist nicht klar, aber Sie kommen davor zu stehen. Das heißt, das ist ein Grenzwert. Sie müssen konvergieren. Ja? So, das ist jetzt C. Das heißt, an der Stelle wissen wir, juhu, AN muss also gegen irgendeine Zahl konvergieren, die ich jetzt einfach mal A nenne. Für ein A aus den reellen Zahlen. Das wissen wir jetzt schon. So, und die Behauptung ist jetzt in D, ja, zeigen Sie, dass als Grenzwert nur die Zahl Wurzel t in Frage kommen kann. Ja? So, was ist da los? Die Grenzwerte der Folge an und der Folge an plus 1 müssen identisch sein. Das ist so die Idee, die man hat. Ja, wenn ich die Folge nehme, an, dann wissen wir, konvergiert. Und wenn ich die Folge an plus 1 nehme, das ist sozusagen die verschobene Folge. Ich lasse sozusagen alle Werte um 1 nach links rutschen. Ja? Das ist die verschobene Folge. Wohin konvergiert die? Die kann nur gegen denselben Wert konvergieren, gegen gar keinen anderen. Ja, da gibt es keinen anderen Wert. Ich habe die Folge ja nur verschoben auf der X-Achse quasi. Ja, das ändert auch nichts am Grenzwert. So, und wenn das nichts am Grenzwert ändert, dann muss doch diese Gleichung hier gelten. Dieser tolle Grenzwert A ist gerade der Limes von AN. Ja, ist ja klar. Und das muss dasselbe sein wie der Limes von AN plus 1. Ja, und wenn das der Limes von AN plus 1 ist, dann muss es ja der Limes von an² plus c durch 2an sein, weil an plus 1 ist so definiert. Und jetzt haben wir ja unsere Grenzwertregel. An zum Quadrat konvergiert gegen a. Und 2an konvergiert gegen 2a. Nach den Grenzwertrechenregeln ist das also a² plus c geteilt durch 2a. Das muss gelten. Ja, einfach durch die Rechenregeln der Grenzwerte, die wir haben. So, und dann müssen wir daraus ausrechnen, d, dass das dann nur Wurzel c sein kann. Das mache ich also hier, d. Ja, wegen der Rechnung oben. Also diese hier muss gelten. A, der Grenzwert, ist dasselbe wie a² plus c durch 2a. Naja, jetzt stelle ich das Ganze mal um. Ja, multipliziere das mal mit 2a. 2a gleich a² plus c. Das ist dasselbe wie 2a². Das ist dasselbe wie a². Das sollte ein Äquivalenzfall sein, der fürchterlich verunglückt ist. So. A² ist dasselbe wie c und daraus folgt, a muss die Wurzel von c sein. Ja. Und damit haben wir das bewiesen. Das heißt, juhu, wir haben eine Folge, von der wir wissen, dass sie gegen Wurzel c geht. Jemand kann uns also ein c geben und wir können dann eine Folge bauen, die genau gegen diese Wurzel konvergiert. Wie gesagt, der Nutzen dieser Aussage ist eventuell immer in der Programmierung. Jemand will von mir die Wurzelfunktion programmiert haben. Dann kann ich mir im Prinzip einfach eine Funktion bauen, mit der ich in einer Schleife immer diesen Term ausrechne. Ich fange mit a1 an. Das ist ja sehr leicht auszurechnen und mit irgendeiner Schleife wiederhole ich immer diese Rechnung immer mit diesem aktuellen a-Wert. Und irgendwann ändert sich nichts mehr. Und wenn sich nichts mehr ändert, dann ist das der Grenzwert. Und dann gebe ich das einfach als Wurzel c aus. Es ist eine Approximation, ganz klar, aber für die allermeisten Fälle reicht das locker. Ja?